Ich hatte eigentlich ziemlich viele Erwartungen. Und zwar war ich sehr gespannt auf die verschiedenen Themen, die hier angesprochen werden. Sei es Geldpolitik, sei es eher aus sozialpolitischen Perspektiven verschiedene gesellschaftliche Themen zu beleuchten. Und zwar mit kompetenten Dozenten, Professuren und interessanten Teilnehmern. Also wir haben hier doch einige Vorträge. Es ist nicht so, dass man herkommt und vielleicht 3-2 Stunden Vorträge hat. Es sind doch 4 Tage. Ich finde toll, dass diese Academy hier so eine einmalige Kombination von wirtschaftspolitischen Fragen und moralphilosophischen Fragen bringt. Das habe ich so noch nie eigentlich an einem Ort vorgefunden. Ich habe auf jeden Fall Neues gelernt. Ich habe gerade noch mal neue Zusammenhänge neu erschlossen und konnte auch noch mal Sachen, die ich wusste, noch mal aus einer anderen Perspektive sehen und noch mal mein Wissen da festigen. Ich konnte auch im persönlichen Austausch mit den Referenten treten, was mich persönlich sehr gefreut hat, weil man da dann eben auch noch mal einfach sich austauschen konnte. Und nicht nur mit den Referenten, sondern natürlich auch mit den anderen Teilnehmern. Und so habe ich viel Positives mitgenommen, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Vorträge haben sehr gut wirtschaftliche, philosophische, geschichtliche Hintergründe aufgezeigt. Und die Vorträge waren auch sehr gut, um das zu vermitteln. Also sie waren nicht trocken, sondern haben halt wirklich schön illustriert, auch mit ein bisschen Schmäh.